verfalle dem Wahnsinn. Die Straßen und verstaubten Wege Kolumbiens boten schon vor der Ankunft der Spanier einen fruchtbaren Boden für Mythen und Legenden. Die Sage von La Patasola, einer einbeinigen, klagenden Banshee, die für immer nach ihrem Kind suchen wird, sowie die Sage von El Duende, einem Kobold mit rückwärts angewachsenen Füßen, welcher Reisende ins Verderben führt, belasteten bereits seit Jahrhunderten die Unbeschwertheit der Wanderburschen. Und obwohl diese Geschichten sonst nur jene bekümmerte, die in ländlichen Gebieten lebten oder diese durchstreiften, brachte das städtische Wachstum eine neue Art von urbanen Legenden mit sich, tief verwurzelt in dem urweltlichen Misstrauen, welches obgleich moderner Technologien immer noch tief in uns verankert liegt. Ein Beispiel dessen ist der Phantombus, der nachts durch die Straßen der Stadt fährt. Angeblich werden junge Frauen, die allein in den Bus einsteigen, wenige Tage später verstümmelt in den überwucherten Feldern außerhalb der Stadt gefunden. Das Gesicht auf ewig in unsagbarer Pein ihres letzten gequälten Atemzugs verzerrt. Unabhängig davon, gehen wir mal davon aus, dass du nicht zufällig eine junge Frau bist und dass es 35 an einem Dienstagnachmittag ist, sind Phantombusse und gehbehinderte Gremlins das Letzte, über das du dir gerade Gedanken machst. Seit nun schon 2 Jahrzehnten nutzt du regelmäßig den öffentlichen Transport in Bogota und deine größte Sorge ist einzig und allein die Verkehrslage, die seit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters unkontrollierbare Ausmaße angenommen hatte. Jedoch liegt deine Wohnung 80 Blocks von hier entfernt, also bleibt dir nichts anderes übrig, als auf den richtigen Bus zu warten. Denn nach Hause laufen würde wahrscheinlich weitaus länger dauern, als sich durch den Stau zu kämpfen. Als dann endlich der Bus auftaucht, der die Liniennummer anzeigt, auf die du die ganze Zeit gewartet hattest, liegt dessen Fahrpreis 200 Pesos unter den Standardpreisen anderer Busse heutzutage. Das deutet für gewöhnlich darauf hin, dass das betreffende Fahrzeug schon älter und ein wenig unbequemer ist als die meisten anderen, aber in der Geschichte dieser Stadt hat sich noch nie auch nur ein einziger Busfahrer darum geschert. Leute, die sich für reich halten und über diesen niederen Transportmöglichkeiten stehen, zahlen für gewöhnlich den 7-fachen Preis für ein Taxi und setzen sich statistisch gesehen einer höheren Chance aus, überfallen und ausgeraubt zu werden. Sollen sie nur machen, wie sie denken, nicht wahr? Da du nie jemand warst, der sich derartig hohe Preisnachlässe entgehen lässt, fragst du den runzligen Fahrer, ob er dich für einen Tausender mitnimmt. Die Augen des faltigen, leicht muffig riechenden Mannes lassen keine Sekunde von der Straße ab, als er stumm deinen Geldschein entgegennimmt und ihn in den Beutel gleiten lässt, der an dem dünnen Schalthebel baumelt. Zufrieden wendest du deine Aufmerksamkeit dem Inneren des Busses zu. Was diese Fahrt jetzt perfekt machen würde, wäre ein leerer Sitz. Merkwürdigerweise waren nicht einmal genug Passagiere zugegen, dass jemand stehen musste. Und das trotz dieser Uhrzeit. Du entdeckst ein paar freie Plätze und entscheidest dich für einen auf der linken Seite nahe der Mitte des Busses. Sowohl der Fensterplatz als auch der Sitz zum Gang hin sind leer und du seufzt zufrieden auf, als du eines deiner Knie ausstreckst. Diese Fahrt sollte im Nu vorüber sein. Da der Busfahrer das Radio ausgeschaltet hat und der Akku deines Handys schon vor einer Stunde den Geist aufgegeben hat, vertreibst du dir die Zeit damit, aus dem Fenster zu sehen und Händler, die ihrer Arbeit nachgehen, sowie Autofahrer zu beobachten, welche ihren Kopf im Rhythmus ihrer Lieblingsmusik bewegen. Letztendlich muss dein Rücken für deine eingenommene Sitzhaltung jedoch ein Tribut zahlen und beginnt zu schmerzen. Also setzt du dich wieder gerade hin und nutzt die Chance, um die anderen Fahrgäste zu beobachten. Es scheint, als wäre niemand von ihnen mit jemand anderem zusammen unterwegs, denn jeder sieht still nach vorn. Außerdem sind alle ungewöhnlich alt. Nicht in dem Sinne, als dass sie alle über 100 Jahre alt wären, aber es gab wohl auch niemanden unter 75. Du hältst das für sonderbar und für einen kurzen Moment schießt dir in den Kopf, dass du hier nicht hingehörst. Der Gedanke ist lächerlich, doch in Kombination mit dem ziemlich starken, aber auch nicht untypischen, muffigen und metallischen Geruch, freust du dich bereits auf das Ende dieser Fahrt. Aber dieses liegt noch weitere 30 oder 40 Blocks entfernt, weshalb du deinen Blick wieder zu dem Fenster zugewandt, alles ausblendest und deine Gedanken für eine Weile schweifen lässt. 20 Minuten später reißt dich der Anblick von Pachos Bäckerei aus deinen Träumen. Du stehst auf und bahnst dir deinen Weg durch deine stillen Begleiter zum hinteren Ausgang, wo du nach dem kleinen silbernen Knopf Ausschau hältst, der dem Fahrer signalisiert, dass du aussteigen möchtest. Als du ihn über der Tür entdeckst, fällt dir auf, dass seitdem du eingestiegen bist, niemand den Bus betreten oder verlassen hat, was während der Hauptverkehrszeit äußerst sonderbar ist. Du tust es als einen dummen Zufall ab, drückst den Knopf und hältst dich am
Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorne gerichtet. Was zur Hölle ist gerade passiert? Du siehst dich um und jeder ist immer noch genau da, wo er schon einen Moment zuvor gewesen ist. Jeder Versuch, Augenkontakt aufzubauen, ist vergebens. Sie scheinen in Gedanken versunken oder an welchen Ort auch immer alte Menschen so abdriften. Dir kommt der Gedanke, etwas zu sagen, aber du entscheidest dich dagegen. Was solltest du auch sagen? Wahrscheinlich warst du einfach so geistesabwesend, dass du dir nur eingebildet hattest, du seist aufgestanden, um die Fahrerglocke zu läuten. Das wird es gewesen sein. Deine Tagträume sind manchmal so lebendig, dass es einen echt durcheinander bringen kann, wenn man herausgerissen wird. Abgesehen davon hast du deinen Ausstieg sowieso schon um 2 Blocks verpasst. Bezeichne es einfach als komische Sache, die auf deinem Nachhauseweg passiert ist, oder wie auch immer. Du solltest jetzt jedenfalls aussteigen. Es würde dir nichts bringen, wenn du dann noch weiter zurücklaufen müsstest. Du stehst wieder einmal von deinem Sitz auf und gehst auf die hintere Tür zu, leicht genervt von dem stoischen Desinteresse der anderen Passagiere um dich herum. Da ist auch der Knopf. Genau da, wo du ihn in Erinnerung hattest. Außer, dass du dich gar nicht daran erinnern kannst. Natürlich, weil du eigentlich noch nie hier hinten warst. Wahrscheinlich hattest du ihn schon beim Einsteigen gesehen. Nachdem du mit der Hand sicher die Stange umklammert hast, diese Bastarde treten öfter gerne mal die Bremse durch, sobald man die Glocke betätigt, siehst du kurz zum Fahrer hinüber, hältst deinen Daumen an den Knopf und... Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Dir läuft ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter, doch anstatt dass das Gefühl langsam abebbt, breitet es sich in all deine Gliedmaßen aus. Es ist keine simple Verlagerung deiner Körper oder der Umgebungstemperatur. Es ist diese besondere Kälte, die dich durchdringt, wenn dein Körper von einer Angst durchflutet wird, welche langsam blankem Horror weicht. Irgendetwas läuft hier extrem falsch. Du weißt nicht, was es ist, aber du willst hier raus. Du willst hier einfach nicht länger bleiben. Du wirst von einer bitteren Einsamkeit erfasst. Was auch immer die Menschen um dich herum gerade denken, es interessiert sie einfach nicht, was gerade in dir vorgeht. Deshalb entschließt du dich erneut, dagegen etwas zu sagen und erhebst dich aus dem Sitz, den Fakt ignorierend, dass du nun deutlich weniger Energie dafür hast. Alles, an was du gerade denken kannst, ist, aus diesem Bus zu kommen. Abgesehen davon ist der Bus mittlerweile schon weit über 10 Blocks von deiner Straße entfernt, was sich plötzlich wie eine widerlich lange Strecke anfühlt, die man unmöglich laufen kann. Aber das spielt gerade eine eher zweitrangige Rolle. Du musst aus diesem verdammten Ding entkommen. Als du erneut deinen Weg in den hinteren Teil des Busses antrittst, sieht eine alte Frau auf und schaut dich an. Ihr Gesicht ist nichtssagend, aber die Art, wie sich ihr Blick auf deinen Torso fixiert, als wärst du auch nur ein Teil des Fahrzeugs und kein Mensch, jagt dir ein so grausiges Gefühl durch die Adern, dass es dir fast den Atem raubt. Aber es ist jetzt nicht die richtige Zeit, um in Panik auszubrechen. Du stehst im Bus und, anstatt wieder auf den Knopf zuzugehen, schreist du den Fahrer an. Er solle anhalten, dich gehen lassen, dass du schon 2-mal die Glocke betätigt hast, aber keine Reaktion. Du beleidigst ihn, bedrohst ihn, sagst ihm, woran er sterben wird und dass du seiner Sippe nur Schlechtes wünschst. Aber die Tür öffnet sich nicht. Der Mann hört dir nicht einmal zu. Oder es interessiert ihn einfach nicht. Oder er will dich gar nicht hinauslassen. Aber was er will oder nicht, ist dir egal, also hältst du dich an den Stangen fest, gehst einen Schritt zurück, um etwas Anlauf zu nehmen und trittst gezielt auf die Scharniere, die... Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Es dauert einen Moment, bis du es bemerkst. Vielleicht auch mehr als nur einen Moment, vielleicht auch eine ganze Minute. Und als du realisierst, dass der Bus dich nicht gehen lassen will, bemerkst du auch den stechenden, unnatürlichen, starken Schmerz in deinem rechten Knie. Es ist das gleiche Bein, das du benutzt hast, um die Tür einzutreten. Und jetzt fühlt es sich vollkommen zerschmettert an. Als du es gerade leicht massieren möchtest, wird dieser Schmerz jedoch in den Hintergrund gedrängt, denn nun siehst du hinab auf deine Hände. Dies sind nicht die Hände eines 25-Jährigen, sie sind faltig, mit deutlich sichtbaren Adern durchzogen und teilweise von hellen Leberflecken bedeckt. Als du deine Hände und Arme betrachtest, wird dein Verstand von nackter Angst erfüllt. Sachte berührst du dein Gesicht und kannst an deinen Wangen Falten und Barthaare fühlen, welche zuvor nicht existiert hatten.
Dein Kopf ist von ein paar wenigen ausgedünnten Haarsträhnen bedeckt. Als deine Fingerspitzen über die grobe Kopfhaut fahren, durchzuckt ein elektrischer Schlag jeden Zentimeter deines Körpers. Ungläubig sind deine trockenen Augen nun weit geöffnet und es fühlt sich an, als würde ein tonnenschwerer Kloß aus Furcht in deinem sonst tauben Hals stecken. Du musst diesen Bus voll von Bösem verlassen. Du musst gehen, bevor er zu Ende bringen kann, was er begonnen hat. Vorsichtig erhebst du dich aus deinem Sitz. Sich weitere Verletzungen zuzuziehen, würde dir nichts bringen. Und du gehst nach vorn auf den Fahrer zu. Vielleicht kannst du mit ihm sprechen. Oder vielleicht kannst du ihn auch mit einer Taschenlampe totschlagen, da vorne immer eine Menge Plunder herum. Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Es dauert gute 5 oder 10 Minuten, bis du dich mit dem abgefunden hast, was gerade mit dir passiert. Dass dir dein Leben direkt vor deinen Augen entgleitet. Deine Hände ähneln nun denen deiner Großmutter. Dein Rücken schmerzt vom Hals bis hinunter zum Steißbein und deine Augen können sich kaum noch auf die riesigen Reklameschilder an den Fenstern fokussieren. Es dauert eine ganze Weile, bis du dich wieder erinnerst, dass du noch einen Versuch starten solltest, durch den Ausgang nach draußen zu gelangen. Vielleicht ist Gewalt keine Lösung. Vielleicht könntest du die Tür einfach sanft aufschieben. Vielleicht, wenn du den Bus wie ein lebendiges, sanftes Wesen behandeln würdest und nicht wie eine dämonische Maschine, würde es dich gehen lassen. Wieder schaut die alte Frau dich an. Du bemerkst ihre blaue Jacke, die ihr eigentlich viel zu groß ist. Wäre es eine Bluse der gleichen Größe, würde diese nur lose von ihrem ausgemergelten Träger hängen. Eine kleine, widerspenstige Träne läuft ihr zerbrechlich wirkendes Gesicht hinab, folgt einem gewundenen Pfad auf den uralten Zügen und landet in einer gespenstischen Endgültigkeit auf ihrem Handgelenk. Um dieses ist eine rote Totto-Uhr befestigt, die Art, die gerade bei Jugendlichen in der Highschool der letzte Schrei ist. Du untersuchst die Tür. 2 Scheiben, gefolgt von einer vertikalen Linie mit Scharnieren. Auf der rechten Seite von einem Gummipolster überzogen, um Kontaktschäden am Glas zu vermeiden. Die Tür ist leicht nach innen gebogen und als du dieses bemerkst, durchzuckt dich ein leiser Schimmer der Hoffnung, wenn du nur... Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Was zum Teufel? Was ist mit meinen Händen? Sie sind alt! Es sind die alten Hände eines Mannes, nicht die meines Großvaters! Die eines alten, alten Mannes! Der Mann hinter mir! Ich drehe mich zu ihm um, packe sein Gesicht mit meinen Händen und schreie ihn an, mich hier rauszulassen! Er murmelt etwas, aber ich kann es nicht verstehen! Seine Zähne, sein Blut, meine Zähne! Oh mein Gott, meine Zähne sind winzig! Sie zerfallen zu Staub, sie... Oh Gott! Was geht hier vor? Wie lang bin ich schon hier? Scheiß drauf! Ich schlag das Fenster mit meinem Ellbogen ein und wenn ich ihn mir dabei breche, ich will hier nicht sterben! Ich will nicht mehr! Du sitzt an deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Nach einer langen, langen Zeit blickst du hinunter auf deine Hände. Sie sind knorrig, rau und Rheuma zerfressen. Die mit Blut befleckten Hände einer Hexe, welche schon seit weit mehr als nur einer Generation Teil von Horrorgeschichten ist. Eine Hexe? Hexe ist nicht das richtige Wort. Eine Hexe ist eine Frau. Richtig? Zumindest waren sie das immer in Mutters Geschichten. Wie die von La Patasola. Dein Knie tut immer noch weh, aber nicht so sehr wie dein Ellenbogen. Es fühlt sich an, als wäre er gebrochen. Ah ja, der Bus. Du musst hier raus. Jetzt. Du erinnerst dich nicht mehr, warum. Aber es ist wichtig. Es ist dringend. Es war dringend. Du bist so müde. Du versuchst, dich aus dem Sitz zu stemmen, aber deine Knie geben unter dem Gewicht nach und nur durch Zufall fällst du zurück auf die Bank. Du musst hier raus. Diese Busse, sie hatten dich zur Arbeit und zurück nach Hause gebracht. Langsam sinkst du tiefer in den Sitz. Du wirst schon noch versuchen, aus dem Bus zu entkommen, aber zuerst musst du dich ausruhen. Der Rest kann warten. Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Du sitzt auf deinem Platz, den Blick nach vorn gerichtet. Hi, ich bin es, Fatoni,
Vielen Dank, dass du dir diese Geschichte angehört hast. Wenn sie dir gefällt und du noch kein Vetter und Nini sein solltest, warum nicht ein Abo dalassen? Und wenn du mir helfen möchtest, kannst du mich neben dem Daumen nach oben oder Feedback in einem Kommentar über Patreon unterstützen. Links findest du in der Videobeschreibung oder hier auf der Endcard. Ansonsten bis zum nächsten Mal.